Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Life is Feudal Forest Village. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mir zuhört und mir zuschaut. Ich hoffe, euch ist aufgefallen, dass die Qualität jetzt besser ist, da das die zweite Aufnahme ist. Also ich habe DVD aufgenommen, ne, das habt ihr ja schon mitgekriegt, da ist aber auch nicht wirklich viel Text, da habe ich ja ein Highlight von gemacht, das hat mich auch sehr viel Zeit und Arbeit gekostet. Weil ich schon lange nicht mehr sowas gemacht habe und musste mich erstmal neu hereinfuchsen. Ich glaube, ich habe am Ende so knappe 8 Stunden gebraucht, um diese 3 Minuten oder 3,5 oder was das da sind, fertig zu kriegen. Weil wenn ihr das hier, dieses Video hier seht, dann ist das ja schon längst online. Ich bin jetzt noch mittendrin dabei, das fertig zu machen und zu bearbeiten. Habe jetzt schon meine 3 Stunden damit und ich denke mal, noch gute 5 Stunden werde ich brauchen, bis ich es dann tatsächlich fertig habe. Aber freue ich mich natürlich, weil ich mir gerne die Arbeit mache. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. So, jetzt nochmal kurz Werbung in eigener Sache, bevor das Let's Play auch starten kann. Und zwar habe ich ja einen Facebook-Account und einen Twitter-Account. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir da folgen würdet. Da bekommt ihr dann nämlich alles mit. Da habe ich auch zum Beispiel gepostet, dass ich jetzt hier das Rode-Mikrofon habe mit einem Steinberg Ur 22 MK2 und das Rode NT1A verwende ich jetzt. Das Schöne daran ist, ich werde meinen Ton nicht mehr nachbearbeiten müssen. Mit dem Headset bin ich immer noch mal reingegangen in das Schneidprogramm und habe noch mal den Ton manuell nachbearbeitet. Das muss ich jetzt nicht mehr, das werde ich jetzt auch nicht mehr machen, weil ich finde, die Qualität von dem Mikrofon ist einfach so gut, dass ich das einfach so mitlaufen lassen kann. So, also folgt mir und abonniert mich. Mal kurz Werbung in eigener Sache gemacht nach über 50 Folgen, die ich bis jetzt schon aufgenommen habe. Ja, also dann, lasst uns Life is Feudal Forest Village spielen. Nicht mal lang schnacken, sondern anfangen zu machen, Freunde. So, jetzt muss ich erstmal an meiner E-Zigarette ziehen. Sehr schön. Da kommt wieder Freude in mir hoch. So, also. Was haben wir hier gemacht? Ne? Also, ich war ja schon. Genau. So wackelt man da hin und her. Also ich war schon verdammt lange nicht mehr in diesem Spiel drin. Ich glaube, die letzten 3 oder 4 Wochen gar nicht mehr dazu gekommen, weil ich ja auch Cities beendet habe und dann Neues aufgenommen habe. Dann kam das DBD-Projekt. Ach, übrigens, eine wichtige Sache noch. Alle Let's Plays, die ich sonntags hochlade oder an einem Sonntag veröffentliche, sind keine regulären Let's Plays. Let's Plays. Das sind halt so eine Sachen, so, die mache ich, das sind Projekte oder auch Let's Plays, ja, aber die mache ich immer nur dann, wenn ich wirklich die Zeit dafür habe, sowas zu machen, aufzunehmen, so wie mit DBD, da wird jetzt erstmal länger nichts kommen, bis da wieder was kommen wird. Nicht, dass ihr euch da dann wundert, warum da dann jetzt auch nichts mehr regelmäßig kommt. Reguläre Upload-Zeiten sind montags bis samstags und das immer immer um 18 Uhr gibt es eine Folge. Montags bis samstags läuft immer ein Let's Play mit einer Folge um 18 Uhr. Habe ich jetzt so eingestellt, dass immer alles um 18 Uhr veröffentlicht wird. Das ist um einiges einfacher. Und ja, genug gelabert jetzt. Also, ich war hier verdammt, ich muss den Bildschirm ein bisschen drehen, aber ich war hier scheißen, ja, so ist viel besser. Ich war hier verdammt lange nicht mehr drin. Okay, Agrarwirtschaft wird hier gemacht. Ich habe auch keine Ahnung, ob hier noch irgendwas ist, was ich machen sollte, wollte, muss, kann, darf, will. Es ist Herbst, erntet mal einfach mal. Fangt gar nicht erst an, was Neues zu machen. Und jetzt erntet alles runter, was geht. So, jetzt können wir hier auch nochmal 3 wegnehmen. Ah, schon Wahnsinn, was wir uns hier geschaffen haben bei diesem Let's Play. Allein diese riesige Fläche, die wir schon eingenommen haben. Unglaublich. Und dass das auch alles so getaktet funktioniert, finde ich natürlich auch mega. Wir haben hier echt alles, was das
Dorfherz begehrt. Ja, hier auch noch im Wald so ein paar Hütchen aufgereiht. Wir können auch noch 5 Menschen haben, also wir dürfen noch 5 Leute Babys machen, danach ist Feierabend. Oh, wir müssen noch eine Expedition machen. Alles andere haben wir da, dann entsenden wir mal eine Expedition. Da haben wir auch gerade ein paar Leute losgekriegt. Und ich glaube, ja. Okay, ich glaube, mich daran erinnern zu können. Ich glaube, mich daran auch erinnern zu können, dass ich gesagt habe, dass nur noch hier die ganzen Expeditionen kommen und dass das Let's Play dann beendet ist. Ich weiß es aber nicht mehr, wie gesagt. Das ist schon alles verdammt lange her. Jetzt haben wir auch schon Minusgrade, das heißt, die Felder brauchen auch keinen Besteller mehr. Das lassen wir einfach mal laufen, das sieht schön aus. Die Weide sieht auch ganz sweet aus. Sieht auch ganz hübsch aus. Der letzte Tote war ein Bergmann, der aus Versehen gestorben ist. Das war ja keine Absicht unsererseits. Okay, er kann nicht arbeiten. Warum nicht? Weil er kein Wasser hat. Wieso hat der Lurch kein Wasser? Obwohl hier doch genug Wasserstellen sind. Das kann ich jetzt auch nicht beantworten. Ich hoffe, ich spreche immer richtig ins Mikrofon, weil das jetzt so ein bisschen seitlich ist, weil ich noch keinen Gelenkarm dafür habe. Ich habe mir erstmal so eine andere Version zusammengebastelt. Und quasi wie so ein Stativ habe ich mir das jetzt erstmal aufgebaut, dass ich hier überhaupt was aufnehmen kann. Ich werde das wahrscheinlich auch noch ein paar Mal hin und her drehen. Seht es mir bitte nicht nach. Seid nicht böse, wenn das mal, wenn man meine Stimme etwas leiser wird. Wie gesagt, ich bearbeite das nicht mehr nach und das kann mal vorkommen. Ich gebe mir natürlich größte Mühe, immer in das Mikrofon direkt reinzusprechen, aber bei einem Headset ist es halt einfach, du machst runter und dann bam, 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 bam und fertig. Bei diesem Mikrofon ist halt, ne, ich stelle das dann halt ein, ich gucke halt, dass ich immer kurz vorm Peak bin, beziehungsweise dass der Peak nicht kommt. So habe ich das jetzt auch eingestellt, dass es eigentlich optimal ist, habe immer so ein halbes Auge da drauf, dass es da auch läuft und ja, man muss sich auch erstmal dran gewöhnen, jetzt auf einmal mit so einem Pop-Up-Schutz zu sprechen und dann immer so Kopf ein bisschen seitlich drehen oder den Mund ein bisschen so rüber drehen, als hätte ich einen Schlaganfall, damit das dann auch alles vernünftig läuft. So, sind die denn jetzt schon aufgebrochen? Ja, das Schiff ist schon weg, das kommt im Spätsommer 51 wieder. Das ist natürlich eine wundervolle Sache. Ich schreibe mal eben kurz auf, wie ich die Folge nenne. Das ist eine Infofolge im Grunde, weil ich ja viele Informationen weitergebe an euch, die ich jetzt so habe und wie das halt jetzt so aussieht. Ne? Also ist das quasi eine Info. Eine Infofolge. So. Weil vorher wollte ich mir auch nie darauf festlegen, wann welches Let's Play kommt. Ich werde auch noch einen Kanal-Trailer machen. Irgendwann. Vielleicht gibt es den schon, wenn diese Folge online ist. Ich weiß es nicht. Ich muss auch Zeit haben, mir auch was überlegen. Und ja. Wie gesagt, wenn man halt Vollzeit arbeitet, noch einen Nebenjob hat und dann auch noch hier das macht, dann bleibt halt nicht so viel Zeit für alles. Ich habe natürlich versucht, natürlich immer die beste Qualität euch zu bieten, wie ich es kann, wie es mir möglich ist. Ich gebe mein Bestes immer. Übrigens habe ich auch ein neues Profilbild und einen neuen Banner auf allen Plattformen, also auf YouTube. Habe ich ein neues Profilbild, ein neues Banner oder keine Ahnung, Titelbild oder wie man die ganze Scheiße da nennt. Gibt da 17 Namen auf Facebook und auf Twitter ebenfalls. Habe ich aber auch nicht selber gemacht. Aber ist auch mega geil geworden. Also ich feiere das übelst. Hat zwar ein paar Euronen gekostet, aber das ist scheißegal. Ich will ja die Qualität steigern und wenn ich es weiß, dass ich es selber nicht kann oder euch nicht so bieten kann, wie ich es gerne würde, dann lasse ich das auch gerne machen. So. Lass uns mal pausieren. Was haben wir denn hier? Hier haben wir Hafer. Hafer haben wir jetzt noch ein bisschen was da, aber wir haben ja auch noch ein riesiges. Ja.
Hühnerfeld. Und dann die hier nehmen auch. Nee, die nehmen. Die nehmen Heu, okay. Wie sieht's mit denen? Okay, die essen auch Heu, die Esel. Das heißt, wir müssen auch noch ein. Lass uns mal ein Grasfeld machen. Ein bisschen Grasanbau hat noch niemanden geschadet. So. Hafer müssen wir auch weiter produzieren. Ja, das ist korrekt. Kürbis. Okay, ist schnell wachsen, das heißt guter Ertrag. Kann ich auch voll nachvollziehen, auch wenn wir 40.000 haben, aber man weiß ja nie. Dann noch ein bisschen Hafer, dann machen wir noch ein bisschen Gras. Dann machen wir hier auch noch ein bisschen Weizen, ist zwar noch einiges da, aber man weiß ja nie. Kohl könnte man eigentlich auch mal reinklatschen. Ist auch noch eine schnell wachsende Pflanze, also machen wir das ebenfalls. So. Lassen wir das mal in Ruhe weiterlaufen. Jetzt haben wir aber eigentlich eine Menge Arbeitslose. Dann können wir eigentlich jetzt hier mal die Welt verändern. So. Bis hierhin dahinter, das lasse ich alles mal so. Das finde ich echt hübsch so. Das kann auch so bleiben, da brauche ich jetzt nicht extra wieder was umbauen. Dann so. Und, oh, ja. Ist ein bisschen alles verwildert hier bei mir. Und ein bisschen zugewachsen alles. Aber da kriegen wir auch wieder einen Dreh rein, Freunde. Ich glaube, in den letzten Folgen blieb da auch nicht so die Zeit für. Oder in der Vergangenheit allgemein. So, jetzt, wenn das alles erledigt ist, dann ist das hier auch wieder alles mega schick, denke ich. Das sieht auf jeden Fall wieder ganz gut aus. Gut, die werden sofort rübergebracht. Hier ist auch noch ein bisschen was. Gut, da haben wir jetzt auch schon einiges. Und einiges ist auch schon hier drüben. Bedeutet, dass sie... Hallo? Ich kann gerade nichts anklicken. Aber warum? Egal was ich hier klicken will, ich kann gerade nichts mehr anklicken. Oh nee, ne? So, vielleicht geht's ja jetzt wieder. Nein. Also das Spiel versagt mir den Zutritt. Vielleicht weil die einfach zu viel zu tun haben. Man weiß es nicht. Jedenfalls ist ein Arbeiter gestorben. Ja, ich würde sonst nämlich jetzt hier reingehen, das Zeug alles verkaufen und dann weitermachen. Aber nein. Aber nein, das funktioniert natürlich nicht. Aber hier haben die auch schon alles. Autospeichern. Also hier haben die schon alles weggerissen, was sie weghaben wollte. Da haben sie nichts gemacht, da sollten sie auch nicht. Hier haben sie schon alles weggenudelt. Hier sind die jetzt dabei, alles wegzunudeln. Hier haben die schon aufgeräumt und dann müssen die nur noch dabei gehen. Da wir jetzt aber Plusgrade haben, können wir eigentlich auch schon wieder eine ganze... Oh nee, ne, kann ich nicht. So, scheiße. Ich kann nichts klicken, ich kann nichts machen. Ich lade das. Speicher das mal hin. Vielleicht hilft dir das schon. Wenn ich das aktuelle Spiel einfach speichere, dann seht ihr ja auch hier. Am 8.6. Ja, siehst du, ist ja schon über einen Monat her. So. Gespeichertes Spiel laden. Ja, da will ich fortfahren. Also laden wir das einfach nochmal. Jetzt haben wir schon Ende Juli. Also fast 2 Monate habe ich nicht mehr gespielt. So, hallo, herzlich. Moin, moin. Willkommen zu einem neuen Let's Play. Und es geht wieder. Geil. Super, so will ich das doch immer eigentlich sehen. So, wie viele Plätze brauchen wir denn hier? Ob das ist schon einer zu viel? Wir brauchen hier nur 4 und 2. Nein, wir brauchen mehr. Ich hab die Felder ja noch gar nicht auf Play geschaltet.
Na. Das heißt, wir brauchen 30. 30, 31 sind einer zu viel. Gehen wir auf 30 runter. Ist das optimiert? Perfekt. Die machen ihre Wissenschaften. Sehr schön. Die anderen 30 können hier in Ruhe weitermachen. Können sich auch natürlich auch mit den anderen absprechen. Schmied hat sich auch, also werden es automatisch wieder ein paar weniger. So, wir haben hier Brennholz. 13818. Und wir wollen dafür Wolle haben. Denn die Wolle ist. Ey, cool. Shisharazade. Irgendwas haben wir da geschafft. Keine Ahnung, was das bedeutet oder was das heißt. So, die Wolle sollte auch direkt abtransportiert werden, so dass auch die Madame hier weitermachen kann. Ach, die macht ja nur Kleidung. Ja, dann macht doch mal warme Kleidung, weil davon haben wir gar nichts mehr. Und normale Kleidung haben wir noch immerhin noch. Oh, siehst du, jetzt war ich auch schon wieder eine ganze Zeit lang weiter weg. Sorry. Warme Kleidung haben wir ja immerhin hier 144 normale Kleider, 143 normale Kleider, warme Kleider gar keine. Das heißt, wir optimieren jetzt mal auf warme Kleider. So, Aluhol gibt's nicht, weil mit Aluhol wird die Birne hohl und die Leute machen irgendwie gefühlt weniger von der Arbeit, die sie eigentlich könnten. So, Gebäude ist fast voll. Welches denn? Meint er wahrscheinlich dieses hier. Oh, da ist auch schon eine verdammt große Menge drinne. Dann sollen die mal eben hier und dort was hineinbringen. Sollen die mal ein paar Sachen wegbringen, dann klappt das, denke ich, auch ganz gut, wenn da mal ein bisschen was weg ist. Wie gesagt, ich kann jetzt auch nicht nach jeder Folge gucken, ob das mit dem Mikro so passt. Ich werde jetzt erstmal eine Session machen und erstmal alles aufnehmen und dann schauen wir einfach mal in Ruhe weiter, wie das ist. Ansonsten drehe ich das noch ein bisschen, passe das noch ein bisschen an und dann wird es bei den nächsten Folgen, also bei der nächsten Session, dann besser aussehen wieder. Sehr schön. Aber es ist ein schönes Dörfchen geworden. Vielleicht werde ich das später auch noch weiter aufnehmen oder wieder aufnehmen. Ich denke, ich werde erstmal eine Pause machen, so wie es, glaube ich, damals auch gesagt hat, sobald ich hier alles erkundet habe und hier halt alles erforscht habe. Dann mache ich erstmal so eine Pause. Das Spiel verschwindet ja nicht. Der Spielstand verschwindet ja auch nicht, so dass ich dann erstmal dann vielleicht später dann nochmal Aufnahmen machen werde. Und wer weiß überhaupt, wie lange ich überhaupt brauchen werde, bis da alles erstmal im Lot ist. Man weiß es ja auch nicht. Aber ich habe ja auch noch Bock, andere LPs aufzunehmen. Und auch noch ein paar andere Sachen zu Let's Playen. Und deswegen will ich mich da dann auch nicht festlegen, dass ich jetzt hier 700 Folgen von aufnehme und die danach gefühlt 200 schon keinen Bock mehr habe. Das will ich ja auch nicht. Und bringen tut es ja genauso wenig. So. Hier ist noch was drin. Hier auch. Lehm brauche ich nicht machen. Da haben wir noch genug. Aber die beiden sind auch noch gut besetzt. Tausender. Oh. Steinbruch eher weniger. Dann können wir die direkt nach dahin umsiedeln. Sobald wir da soweit sind. Ja, der Tornado ist schon wieder weg. Die machen jetzt die Straße fertig. Oh, warte mal. Apropos Straße, wenn ihr schon Straßen macht, hier, Freunde, müsst ihr auch noch ein ordentliches Stück anbauen. Und dieses dumpfe Geräusch, was ihr da eventuell hört hinter mir, sind die Bauarbeiter, die die Fassade neu machen. Deswegen könnte es sein, dass ihr ab und zu so ein Dup, Dup, Dup oder so ein oder sowas hört. Oder so ein Krach. Das bin nicht ich, das ist nicht das Mikro, das ist nicht in der Wohnung, nicht in meinem Zimmer. Nein, das ist draußen. Das ist die Natur, die Freiheit. Oder so nennt man das ja auch. So. Du kriegst noch deine. Was braucht der eigentlich? Der braucht das und Kohle. Oh, Kohle wird ja produziert. Sehr schön.
So, Klamotten sind schon einige rübergegangen. Entschuldige. Ich musste gerade mal ordentlich abgähnen. Ja, also die Kohleproduktion ist gut dabei. Die Dame hat jetzt auch wieder ordentlich was zu tun. Milch ist auch ein Mangel meiner Ressourcen. Die produzieren Milch. Das heißt, ich baue noch eine Weide. Machen wir doch einmal mal. Wir haben jetzt ja die Kapazitäten. Wir machen hier, genau hier neben, einfach noch eine hübsche Weide. Besten sogar mit gefühlt denselben Maßen. So. Wir können ja noch mal ein bisschen auf die Kacke hauen. Wir können ja ein bisschen auf die Kacke hauen, ne Freunde? Da hauen wir doch mal ein bisschen auf die Kacke. Wie Kokolokus. Mit dem Kokolokus. Scheißegal. Ja, hier kommen auch was an Ressourcen rein. Ah, das Lagerhaus, was voll ist. Okay, die Ressourcen hier sollen aber auch weg. Und hier müssen wir auch nochmal so einen Flatschgang machen. Einmal komplett drüber flanken lassen, dass da auch alles weggemacht wird. So, hier bauen die jetzt ein neues Teil hin. Da die ja alle Heu essen, habe ich ja zum Glück auch schon mal vorsorglich neue Heufelder produzieren lassen. Wasser werden wir natürlich jetzt auch. Wasser ist ein rares Gut, weshalb wir auch Brunnen brauchen. Das merke ich in der Siedlung auch, in der wir wohnen. Dort ist es nämlich... Oh, guck mal, da sind ja auch noch schon vier Plätze mit Wasser. Ja, ist ja egal. Jedenfalls merke ich es da auch, weil wir hier auch Wassermangel haben. Und teilweise auch nur zu bestimmten Zeiten. Duschen, Wasser holen dürfen und bei der Hitze, die jetzt gerade herrscht, wird wahrscheinlich, wenn das hier hochgeladen wird, Ende August oder so wird das sein, nicht mehr herrschen. Ach nee, Quatsch, diese Folge geht ja schon diesen Monat online. Quatsch, gar nix August, das geht ja schon diesen Monat online. Oh Gott, ich hoffe, dass ich bis dahin DBD fertig habe. Oh mein Gott, es tut mir leid, falls es noch nicht fertig sein sollte, dann habe ich ja ein bisschen was vorweggenommen. Naja, egal. Macht ja nichts. So, erstmal einen Schluck Wasser. Bin irgendwie die ganze Zeit auf dem Film gewesen oder auf dem Trip gewesen und hab gedacht, dass es irgendwie alles Ende August stattfindet. Dabei ist das ja das andere Let's Play. Keine Ahnung. Naja, ist ja auch egal. Ist ja auch egal, Freunde. So, jetzt brauchen wir nur noch 5 Arbeiter. 7 sind zu viel. Das ist auch eine größere Weide. Da können wir dann eigentlich auch die Hälfte der Tiere umsiedeln später. Ja, so. Und damit haben wir auch schon die erste Folge geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr was in die Kommis reinhaut. Bis zum nächsten Mal. Euer Sweet One Web. Ciao. Pause.